Man muss schon ein bisschen verrückt sein, sagte der Obmann des Freizeitclubs Altenwörth, Ricky Werner, kurz bevor er sich mit drei Mitstreiterinnen und Mitstreitern ins 4 Grad kühle Wasser der Altdonau verabschiedete und 15 Minuten später erfrischt wieder retour war. Kaltes, klares Wasser und eisige Temperaturen laden nicht unbedingt zum Baden in der Altdonau ein. Trotzdem wagen es mutige Schwimmer immer wieder und drehen eine Runde. Seit 2013 feiert der Altenwörther Freizeitclub das neue Jahr mit einem Sprung ins kühle Nass. Ins Leben gerufen hat diese Tradition Obmann Richard Werner. 2013 mit drei Freunden haben wir zusammengekriegt gehabt, sind schwimmen gegangen, hat uns gefallen. Und dann beschlossen, das wollen wir dann nächstes Jahr wieder. 2014 haben wir es wieder gemacht, haben wir einen Tee bereitgestellt zum Trinken und ein paar Kekse und Kuchen und so weiter. Nicht? Da waren 64 Zuschauer gezählte und da haben wir dann die Idee gehabt. Wir organisieren das größer, offiziell mit Plakaten und so weiter und schauen, dass Zuschauer herkommen. Und die sollen dann für Getränke und Speisen sollen die spenden und das geben wir dann für guten Zweck weiter. Nicht? Das haben wir dann gemacht. Am Anfang waren 250 Zuschauer da, 2017 war der Höhepunkt mit über 1000 Zusehern. Dann vor 4 Jahren haben wir dann einen Verein gegründet, das haben wir immer privat gemacht, mit Freunden. Und das war aber dann irgendwie zu gefährlich, falls was passiert, dass wir irgendwo gesichert sind. Eine Gruppe Wagemutiger trifft sich seither im Winter jeden Sonntag und dreht ihre Runden, so auch dieses Mal. Und wie war das Wasser? Kalt, aber nicht so schlimm. Also ich kann noch alles bewegen. Die Hände sind top, die Füße sind top. Mir geht's gut. Es ist so angenehm, wohlig warm hier. Das Eisschwimmen ist schon ein ganz besonderes Hobby und einen starken Willen braucht man überdies. Kampfpinguin Birgit reist für das kurze Abenteuer jedes Mal extra aus Oberösterreich an. Wieso gehen Sie Eisschwimmen? Was ist das Faszinierende daran? Schwimmen ist meine große Leidenschaft. Also ich bin im Wasser und bin glücklich. Und habe irgendwie, ja, durch die Schwimmerszene bin ich in diese Szene auch reinkommen. Ich habe dann eben über das Silvesterschwimmen die Altenwörther kennengelernt, die Renate und den Ricky. Und seitdem bin ich einfach dabei und es sind Freunde mittlerweile und wir treffen uns und wir schwimmen gemeinsam. Wie ist der Moment, wenn man da in das Wasser rein? Das ist arschkalt, also das kann man nicht beschönigen. Sobald man dann drin ist und ein paar Meter schwimmt, dann ist es eigentlich, wird es warm. Ja? Und ich sehe da keinen Unterschied zum Sommer dann, also wenn man mal im Wasser ist. Wenn man länger schwimmt, ist dann wieder was anderes, weil dann werden Hände und Füße taub. Wieso tut man das? Ja, man will das schon ein bisschen ausreizen. Auch. Man will seinen Körper kennenlernen ein bisschen. Und halt, wenn es geht, immer wieder ein bisschen länger drinnen bleiben. Und man weiß schon, was gespürt, wenn man hat nichts mehr gespürt. Nicht? Und das will man doch ein bisschen länger ausreizen. So geht es zumindest bei. Nicht? Und ich probiere das.